Ja, willkommen zurück bei Tag auch, immer noch vom Zeller Weihnachtsmarkt. Jetzt sind wir hier im Riesenrad vor dem Schloss. Ja, erzählen Sie mal zwei Sätze zu dem Schloss. Ja, es ist natürlich eine prachtvolle Kulisse hier direkt vorm Schloss. Hier befindet sich direkt jetzt unter uns der Kinderweihnachtsmarkt mit ganz vielen Attraktionen. Weihnachtsmarkt-Sprechstunde, Märchenerzählerin, Puppenbühne, kleine Kindereisenbahn und natürlich auch dieses prächtige Riesenrad hier. Wir sind gerade in 38 Meter Höhe übrigens. Wenn Sie schauen, was für einen herrlichen Blick Sie auf die Altstadt haben. Einmal das Schloss hier im Hintergrund und hinter meinem Rücken 450 Fachwerkhäuser auf einer Stelle konzentriert. Also das ist schon ziemlich einmalig. Und dann natürlich mit dem Weihnachtsmarkt direkt vorm Schloss. Auch zum ersten Mal in diesem Jahr übrigens. Vorher war hier kein Weihnachtsmarkt? Nein, vor dem Schloss hatten wir keinen Stand als Weihnachtsmarkt. Wir haben ihn in diesem Jahr zum ersten Mal als speziellen Kinderweihnachtsmarkt, Familienweihnachtsmarkt organisiert und entsprechend auch das ausgerichtete Programm dazu. Und die Kinder nehmen es dankend an? Die Kinder sind absolut begeistert an Wochenenden. Jetzt auch am kommenden Wochenende haben wir hier wieder mehrere Aktionen auf der Bühne und es ist unglaublich was los. Ja, gleich haben wir ja noch was ganz Besonderes. Was machen wir gleich? Ja, eine ganz besondere Mitmachaktion, nicht nur für Familien und Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wir haben einen Glasbläser hier auf dem Zeller Weihnachtsmarkt, nicht nur zum Anschauen, sondern wirklich mal selbst zum Ausprobieren und ja, wir schauen mal. Haben Sie das schon mal gemacht? Ich habe es selber auch noch nicht gemacht. Das ist also heute anscheinend auch für vieles für mich zum ersten Mal, was hier stattfindet. Aber ich freue mich da schon drauf. Ich freue mich auch und wir werden es versuchen. Ja, mittlerweile ist es ein bisschen dunkel geworden. Das macht jetzt die richtige Atmosphäre aus, oder? Und recht frisch, meinen Sie nicht auch? Also ich habe schon ganz kalte Füße. Mir ist auch, würde ich mich jetzt am Feuer so ein bisschen aufwärmen. Flammenlachs ist ja schon eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Lachs oder nicht? Zu Weihnachten und auf dem Weihnachtsmarkt? Ich habe das noch nicht erlebt. Also ungewöhnlich oder nicht, ich finde es unglaublich lecker und vor allen Dingen so schön am offenen Feuer, ganz heiß und frisch geräuchert, also unglaublich lecker. Sollte man unbedingt probieren. Wir gehen einfach mal rein. Hallo? Hi? Lachs, Weihnachtszeit, Weihnachtsmarkt. Wie passt das zusammen? Passt das zusammen? Natürlich. Ich sag mal, Weihnachten ist ja gerade das, was es ausmacht, dass man mal eine andere Spezialität vorstellt. Mal auf eine ganz natürliche Art, wie es früher üblich war. Was heißt denn auf eine ganz natürliche Art? Also man sieht den Lachs hier jetzt irgendwie so hängen? Es ist so, wie es früher auch. Es wird richtig über ein Buchenholz gegart und durch den Rauch noch mal richtig schön vom Geschmack verfeinert. Es ist vor allen Dingen auch schön warm, ne? Genau das, was wir jetzt brauchen und wollten. Soll ich uns mal ein Tellerchen zubereiten? Das ist eine nette Idee. Sehr schön. Ja, nachdem ich vorhin so frech war und mit dem Kerzenziehen angefangen habe, muss ich jetzt natürlich wieder was gut machen und, naja, werde Frau Jung jetzt einen schönen Teller zubereiten. Ich gebe Ihnen einfach mal das Mikro und Sie sagen mir, was ich machen muss. Jawohl. Ja, als erstes die Schale mit rübernehmen. Hier vorne. So, dann nehmen wir den Deckel runter. Oh, das riecht aber gut. Ja, man holt sich Appetit. So, dann fängt man hier oder da, wo Sie möchten. So? Ja. Genau. Und jetzt bereitet man den drauf. Wie lange muss der da unter dem Feuer sein? Ja, also eine Dreiviertelstunde bis Stunde. So muss lange? Der schon, ja. Weil ich sag mal, man kann es im Schnelleffekt machen, aber dann ist das Aroma und die Würze ja nicht da. So, dann kommt der Kartoffelsalat damit drauf. Ja. Sind Sie denn das ganze Jahr über unterwegs? Ja. Aber nur mit Fisch oder auch mit anderen Sachen? Nein, mit anderen Sachen. So. So, jetzt kommen wir hier vorne zu den Soßen. Honig-Senf-Soße ist das. Ein bisschen. So? Ja. Das kommt daneben. Selbstgemacht? Ja, selbstgemacht. Ach so, daneben. Daneben. Das ist eine Sünde wert. Salat, ein bisschen Manzanesoße drüber. Über den Salat? Ja, über den Salat. Nicht so viel, nur so ein bisschen. Jawohl. So. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Die Senf-Honigsoße hat eine ganz, ganz bisschen Schärfe. Ganz köstlich. Ausgezeichnet. Frau Wimmert, herzlichen Dank, dass wir kurz hier bei Ihnen sein durften, uns ein bisschen stärken. Denn jetzt müssen wir
zum Glasblasen. Eigentlich kann ich hier fast gar nicht weggehen, um den Teller leer zu essen. Den Teller machen wir leer. Da führt kein Weg dran vorbei. So, jetzt haben wir schön gegessen. Jetzt müssen wir auch wieder was tun, Frau Jung. Wir sind hier bei Heinrich Vogt, Glasbläser. Ist das schwer? Ist das einfach, Glas zu blasen? Wenn es einfach wäre, hätten wir viel mehr Glasbläser in Deutschland. Stimmt, die gibt es nicht so viele, ne? Korrekt. Haben Sie es schon mal gemacht, Frau Jung? Nein, ich meine, bei der Bemerkung bekommt man natürlich auch gerade nicht unbedingt Mut, das mal zu probieren. Ja. Aber ich lasse mich davon jetzt gar nicht abschrecken. Ich möchte natürlich meine selbstgeblasene Weihnachtsbaumkugel mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Und ja, baue darauf, dass Herr Vogt mir das jetzt erklärt. Also in dem Falle ist die Frau Jung die Glasbläserin und nicht der Glasdreher. Okay. Ist es denn, ja, gibt es irgendwelche Punkte, wo wir jetzt scheitern könnten? Oder haben Sie das so im Griff? Eigentlich habe ich das so im Griff, außer wenn jetzt anfängt, jemand von draußen zu pusten, dann würden wir das nicht so richtig hinbekommen, weil die Flamme unruhig wird. Okay. Ist es denn ein Blasen oder ist es ein Hauchen? Nein, ich bin Glasbläser, kein Glashaucher. Alles klar. Also es wird wirklich richtig geblasen? Korrekt. Wie lange machen Sie das schon? Seit 33 Jahren. Dann vertrauen wir ihm jetzt mal, ne? Wir vertrauen ihm und ja, ich bin sehr gespannt. Frau Jung, möchten Sie Kreise oder Striche auf Ihre Kugel haben? Sehr gerne Kreise. Wir machen nämlich eine Adventskugel. Wir nehmen gleich das schwierige Muster. Also folgende Situation. Wir tun jetzt das farbige Glas auf das durchsichtige Glas legen. Als Kreis. Gut. Beim ersten Mal haben wir eine wunderbare Surferwelle. Beim zweiten Mal haben wir nur noch Plopp, nämlich hier am Rand. Das dritte sieht dann schon fast perfekt aus. So fast perfekt, so gerade soll das aussehen. Einen haben wir noch. Kommen denn Kinder zu Ihnen und wollen das machen? Ja, korrekt. Das kostet auch nichts hier auf dem Zeller Weihnachtsmarkt. Ja. Ne? Und insofern ist es schon mal ganz wichtig, zu sehen, wie etwas entsteht unter seiner eigenen Atemluft. Zum anderen hoffen wir doch, das Interesse zu wecken, dass man eventuell sich mehr langsam. Nächsten Samstag und Sonntag. Stopp! Frag dich doch. Blasen ist eine Frage der Übung. Nochmal bitte. Stopp! Warten. Fast perfekt. Tief Luft holen, ein bisschen doller. Korrekt. Ah, es sieht so gut aus. Sag ich doch, besser kriege ich das auch nicht hin. So, das sieht man sehr schön, dass die Farbe zähflüssig ist. Warum haben Sie eigentlich so eine lustige Brille auf? Das ist eine Mittelalterbrille, weil die Brille an sich, das sagt auch der Name Brillux, kommt aus dem Arabischen. Und wurde durch einen Abt in Deutschland dann mehr oder weniger dann hier angefordert, weil er fast blind gewesen war und wollte dann trotzdem selber lesen und hatte dann durch ein Bücherübersetzen mitbekommen, dass es da einen Quarzstein gab, der Brillux nannte und der da in der Lage wäre, Schriften zu vergrößern. Nichts anderes wie eine Lupe praktisch. Zum Schluss, weil die wird ja immer größer, sie brauchen immer mehr Lungenkraft. Spätestens wenn sie 10 cm über dem Boden schweben, dürfen sie aufhören. Gut, jetzt geben wir Ihren Kreisen ja bei der Gelegenheit beim Einschmelzen in das Untergrundglas gleich noch ein bisschen Schwung mit auf den Weg. Warum drehen Sie die ganze Zeit? Damit wir es gleichmäßig auf 360 Grad rundherum heiß bekommen. 360 Grad? Auf 360 Grad und man sieht, das Glas arbeitet schön von alleine. Das Motiv, was wir übrigens hier gewählt haben, nennt sich Faunauge-Motiv. So, schön vorsichtig, immer wie gehabt auf die Kante gucken. Stopp! Sacken lassen. Und nochmal. Bis auf die Kante hier oben. Schön eingearbeitet. Jetzt machen wir Folgendes. Wir holen uns das Glas von hier nach hier rüber. Warum? Wenn wir das gleich aufblasen würden, dann wäre es so dünn wie Zeitungspapier, hätten wir nicht lange Freude daran. Das soll aber ein Kunstwerk von der Frau Jung werden, also haben wir die Hoffnung, dass es später auch ihren Enkelkind zeigen möchte und deshalb sollte es ein bisschen ordentlich sein. Am Weihnachtsbaum hängt es hier, auf jeden Fall. Aha, hoch droben, dass keiner drankommt. Gibt es irgendwelche Gegenstände, die es ohne Sie nicht geben würde? Oder ohne den Glasbläser, den keine Maschine kann? Also zum Beispiel Augenglasbläser. Davon haben wir bundesweit 70 Stück. Was machen die? Augenprothesen, die zum Beispiel durch einen Unfall oder so weiter, wenn jemand sein Augenlicht verloren hat. Dafür sind die Glasbläser da, wie gesagt 70 Stück an der Zahl. Und diese Prothesen müssen spätestens in den Zeitraum 3 oder nach 4 Jahren erneuert werden, weil durch den Muskel ein gewisser Abrieb ist. Okay. Ne? Und wenn dann das Glas anfängt stumpf zu werden, dann muss die Prothese ausgewechselt werden. Und das kann keine Maschine?
der Clou bei der Sache ist, dass die Prothese genauso aussehen muss wie das gesunde Auge, dass man als Außenstehender keinen Unterschied feststellen kann. Schön vorsichtig. Bisschen doller. Noch doller. Und stopp. Und ihr wollt jetzt ein Lied singen. Das ist also, ich würde mal sagen, Naturtalent. Ne? Dankeschön. Also wir haben jetzt eine folgende Situation. Ganz zauberhaft, ich sehe das da. Dankeschön. Wir nehmen diese Spitze ab und genau wie vorhin bei dieser Farbgeschichte einbringen, haben wir so, als wenn man das mit dem Daumen eindrückt, haben aber jetzt nur noch diese Spitze. Das heißt, Sie müssen jetzt, ich drehe hier, Sie müssen hier reinblasen, hier unten durchgucken und ich gucke mir das Ganze von draußen an, dass wir zum Schluss dieses Ergebnis haben, einen Halbkreis. Hört sich schwieriger an, wie es ist. Ich wollte es gerade sagen. So richtig verstanden habe ich es nicht. Manchmal überzeugt das Ergebnis. Also ein bisschen Übung muss man schon haben, gerade bei Neuentwürfen und so weiter, die werden vorher in der Werkstatt ausprobiert, damit man so sicher und zielgerichtet am Publikum, egal welche Witterungsverhältnisse sind, dann so arbeiten kann. So, dann lassen wir das ein bisschen runterlaufen. So, und dann durchgucken und vorsichtig blasen. Ein bisschen doller, jetzt ganz doll. Traum, ganz doll. Naja, das sieht doch schon fast perfekt aus. Einmal noch und dann haben wir es. Ich finde es total super. Oder wollen Sie es so lassen? Also, nee, gefällt es ja vor. Wie willst du lassen? Gut, dann lassen wir das so. Auch diese kleine Mütze, die finde ich jetzt unbedingt... Der Jahreszeit entsprechend, ja, alles klar. Die persönlichen Teilchen. Genau. Ich finde es super. Würden Sie mir mal bitte diesen Halter dort geben, Frau Jung? Irgendwie müssen wir diese heiße Kugel ja festhalten. Also das ist kein käuflich erwerbbarer Küchenquirl. Sondern ein Kugelhalter oder ein Fußhalter auch genannt, damit sich unsere heiße Kugel jetzt nicht von diesem kalten Metall erschrickt und es ganz leicht warm gemacht, nicht heiß. Damit das Ganze sich nicht, wie gesagt, erschrickt und kaputt geht. Und da können die Frau Jung leider nicht mithelfen. Jetzt machen wir nämlich dort die Öse dran, auf dass das Ganze schön aufgehangen werden kann. So, ich mache jetzt Folgendes, ich mache die Öse nicht ganz zu. So, die meisten Kugeln gehen kaputt, wenn man den Faden durchzieht und einen Knoten machen will. Entweder haut die Kugel ab oder der Faden. Hier ist es besser, wenn man vorher den als Öse schon zusammenknotet, dann braucht man das Ganze zack nur noch so einzuhängen. Wunderbar. Ein Applaus für unsere Glasbläserin, super. Für die tolle Anleitung, dankeschön. Gerne doch. Ich finde es auch super. Gläserner Heinrich, ja? Herzlichen Dank. Machen Sie noch mehr außer Weihnachtskugeln? Ja, sicherlich. Musikinstrumente aus Glas, wie Didgeridoo, Panflöte, Mundstücke für Dudelsackpiper. Es geht alles. Wenn es sein muss, kriegen wir alles hin. Man muss nur mit uns reden. Herzlichen Dank. Frau Jung, wir gehen Glühwein trinken. Glühwein trinken, Sie haben meinen Fan gewonnen. Ich komme bestimmt die nächsten Tage nochmal und probiere mich nochmal aus. Hallo. Zum Wohl? Ja, sowas darf natürlich auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen, ne? Noch ein Glühwein? Auf jeden Fall. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Und vielleicht sogar ein zweiter noch hinterher. Schauen wir mal, ne? Genau, was der Tag ist. Bisschen durchgefroren bin ich trotzdem. Ja, ich habe auch eiskalte Füße. Und, aber es hat mir trotzdem Riesenspaß gemacht. Das freut mich. Vielen Dank, dass Sie mich hier einmal rumgeführt haben. Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube, wir haben auch gemeinsam sehr viel Neues heute erlebt. Das stimmt. Das ist jedenfalls so. Ja, mein Team und ich sagen Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Tag auch.